Diesen Monat gibt es bei Netflix ein Biopic über Rock-Giganten, einen tatsächlichen Giganten, die Fortsetzung von deutschem Mindfuck und einen der besten Kriegsfilme aller Zeiten. Das sind unsere Tipps für Netflix im Juni. Mr. Morrison, how'd you like to go make a record? Sure, why not? Oliver Stone ist ein spezieller Filmemacher, der sehr gerne sehr politisch wird. Im Biopic The Doors interessiert er sich allerdings für die Geschichte der gleichnamigen Rockband und ihres Leadsängers Jim Morrison. Studio Canal hat den Film aus den 90ern mittlerweile restauriert, was bedeutet, dass wir ihn auf Netflix nun wahrscheinlich in 4K-Qualität genießen können. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. Seit dem 30. Mai ist Godzilla King of the Monsters in den Kinos. Wenn ihr euch also beeilt, könnt ihr jetzt sogar noch schnell den ersten Teil nachholen und dann gleich ins Kino, um die Fortsetzung zu schauen. Dann schaut ihr noch Kong Skull Island, der auch auf Netflix ist, und könnt euch auf Godzilla vs. Kong freuen, der 2020 erscheinen wird. Ist doch ein Plan, oder? Noch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Ich war von der Qualität und Spannung der ersten Staffel von Dark wirklich umgehauen. Leider wurden wir dann ja mit einem dicken Cliffhanger in eine Pause entlassen, die zum Glück jetzt endlich vorbei ist. Ich bin sehr gespannt, ob die Qualität gehalten werden kann und was die zweite Staffel uns an neuen Geschichten bietet. We shall go on to the end. We shall never surrender. Zu sagen, dass Dunkirk der beste Kriegsfilm aller Zeiten ist, wäre vermutlich eine zu drastische Aussage. Aber dass es sich hierbei um einen perfekten Film auf allen Ebenen handelt, ja, dem kann man nicht widersprechen. Narration, Kamera, Musik, Schauspiel, Special Effects, Kostüm und so weiter sind alle auf höchstem Niveau. Ein absoluter Muss-man-gesehen-haben-Film. Und hier noch ein paar Tipps im Schnelldurchlauf. 20,000 Fans out there. Knock them dead. So what is it you do? I'm a driver. Oh, like a chauffeur. Anyone I'd know? I hope not. Das waren unsere Tipps für Netflix im Juni. Was schaut ihr euch an, was lieber nicht? Schreibt uns auch eure Tipps in die Kommentare und schaut, wenn ihr mögt, auch die Folge für Amazon Prime Video.